abschließen. Ich werde mein Studium im Sommer abschließen. Wenn du die Schule abgeschlossen hast, dann kaufe ich dir ein Auto. Abschlussnote. Die Abschlussnote setzt sich aus der Jahresnote und dem Ergebnis der Abschlussarbeit zusammen. Meine Abschlussnote war unter dem Durchschnitt. Anschrift. Die Anschrift steht vorne auf dem Briefumschlag. Kennst du die Anschrift unseres Chefs? Aufwachsen. Ich bin zwar Deutsche, aber ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich will nicht, dass meine Kinder ohne Vater aufwachsen müssen. Aushilfstätigkeit. Ich gehe im Sommer meistens einer Aushilfstätigkeit nach, weil mir das Spaß macht. Durch meine Aushilfstätigkeit kann ich vieles lernen. Bachelor of Science. Ich werde mein Studium mit einem Bachelor of Science beenden. Ich habe mein Studium beendet und bin nun Bachelor of Science. Bachelorstudium, Bachelorstudiengänge. An meiner Universität werden verschiedene Bachelorstudiengänge angeboten. Nach meinem Bachelorstudium möchte ich gerne noch den Master machen. Berufserfahrung. Den meisten Arbeitgebern ist die Berufserfahrung wichtiger als die Abschlussnote. Ich arbeite neben dem Studium, um Berufserfahrung zu sammeln. Checkliste. Vor dem Abflug müssen Piloten erst die Checkliste durchgehen. Curriculum vitae. Curriculum vitae ist das lateinische Wort für Lebenslauf. Wenn man sich für einen Job bewirbt, muss man sein Curriculum vitae mitbringen. E-Mail-Adresse. Wie lautet deine E-Mail-Adresse? Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an.
erst einmal. Nach dem Abitur möchte ich erst einmal ein FSJ machen. Examen, Examina. Vor meinen Examina werde ich immer sehr nervös. Ich muss unbedingt für mein Examen lernen. Ein Examen bestehen. Ich hoffe, dass ich das Examen bestehen werde. Wenn ich mein Examen nicht bestehe, dann wird mein Visum nicht verlängert. Fakultativ. Die Vokabeln auf der linken Seite müsst ihr lernen. Aber die auf der rechten Seite sind fakultativ. Theater und Chor sind fakultative Fächer. Geburtsort. Mein Geburtsort ist in meinem Pass angegeben. Obligatorisch. In Deutschland ist der Schulbesuch obligatorisch. Wenn etwas obligatorisch ist, dann muss man es tun. Physiker. Ich möchte später gerne als Physiker arbeiten. Religionszugehörigkeit. Jeder Mensch darf seine Religionszugehörigkeit selbst wählen. Seriös. Bei einem Vorstellungsgespräch sollte man versuchen, seriös zu wirken. Wer sich seriös anzieht, hat mehr Erfolg im Arbeitsleben. Sprachkenntnisse. Wenn man seine Sprachkenntnisse verbessern möchte, dann muss man täglich üben. Viele Arbeitgeber verlangen gute Sprachkenntnisse in mindestens 2 Sprachen. Vor allem. Es sind vor allem ältere Menschen, die von dieser Krankheit betroffen sind. Von Vorteil sein. Es ist von Vorteil, wenn man mehrere Sprachen spricht.